Hallo, grüß euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses kleine Bücherl gemacht habe, beziehungsweise das ist so ein Folder mit Taschen innen drin. Ich weiß gar nicht, wie man das bei uns nennt. Pocket Folder, Taschen, ja. Auf jeden Fall passen da Artist Trading Cards ganz gut rein. Und ich zeige euch heute, wie ich das gemacht habe. Ich habe dafür einen Jelly Print verwendet. Auf einem DIN A4 Papier. Die Anleitung dazu, das habe ich auch, das hab ich auf YouTube gefunden. Das ist kein Video, sondern so eine Foto-Slideshow. Und ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Es wäre natürlich gut, wenn man ein komplett bedrucktes Papier hat, weil mich stört so ein bisschen dieser weiße Rand, aber man kann ihn ja auch ganz gut bestempeln. Aber mein Jelly Plate ist leider nicht so groß, dass die das ganze DIN A4 Papier bedruckt. Man braucht ein doppelseitig bedrucktes Papier, weil man eben was umfaltet und somit auch die Rückseite sieht. Ihr könnt natürlich auch Designpapier hernehmen und das einfach auf die Größe von DIN A4 zuschneiden und damit das gleiche machen. Es ist auch gut, wenn das Papier nicht gar so dick ist, weil sonst lässt es recht schwer falten. Meins ist ein 120er Grammatur und einfach ein ganz normales Druckerpapier. Ich falte das jetzt in der Länge nach in der Mitte. Sagt man da der Länge nach schon, oder? Ich weiß immer nicht, was man sagt. Falte ich jetzt die lange oder die kurze Seite? Die lange Seite. Oder die kurze falte ich. Ich weiß es nicht. Ihr seht ja, wie ich das mache. Es ist nicht so wichtig, ob das jetzt die richtigen Wörter sind. Eigentlich könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, was die Außenseite und was die Innenseite werden soll. Ich habe da jetzt so nicht drüber nachgedacht, das fällt mir jetzt erst ein, weil ihr faltet dann quasi die Innenseite auch nach innen, logischerweise. Ihr entscheidet mich da jetzt gleich nur um, weil ich finde, dass dieses Türkis-Lila halt für Außenschiene ist. Außerdem habe ich da ein bisschen weniger Weiß dabei. Also ich habe mich da jetzt umentschieden, ich möchte lieber dieses grün-gelbe innen haben und das pinke. Oder lila, türkise außen. Genau. Ja, jetzt fällt mir diese Außenseiten nur mal zur Mitte hin. Und zwar nicht genau zur Mitte, sondern mit ungefähr so einem Zentimeter Abstand. Und das gleiche mache ich dann auch noch auf der anderen Seite. Und da sieht man schon, wenn man da jetzt ein dickes Papier hat, ist es ein bisschen schwierig zum Falten. Anschließend faltet ihr diese Ecke jetzt um auf beiden Seiten. Das wird dann quasi die vordere Tasche. Muss man ein bisschen aufpassen, dass es einem nicht einreißt. Da, also an dieser Außenkante. Und da ist jetzt relativ viel weiß und das wird man auch noch ein bisschen bestempeln. Aber jetzt muss man erst nur zwei kleine Ecken wegschneiden. Und zwar quasi für die zweite Innentasche und ich mache das einfach freie Schnauze, da misse ich das nicht ab und zeichne mir das nicht auf. Das sind so circa 2 cm, das ist auch nicht so wichtig, also das kann ein bisschen mehr oder weniger sein. Wenn ihr ein paar Jelly Printing Videos sehen wollt, dann könnt ihr mal auf meinem Kanal schauen, da habe ich schon einige hochgeladen und ich verlinke euch außerdem am Ende vom Video nochmal die Playlist dazu. Ich suche jetzt gerade meinen Ecken runter. Genau, weil ich möchte gerne diese Ecke abgerundet haben. Dann sind wir mit dem Falten eigentlich schon fertig, aber bevor wir das jetzt zukleben, da ich es erst nur bestempeln, das macht es nämlich einiges um einiges einfacher. Vor allem bei der Innenseite. Und dazu muss man einfach ein bisschen schauen, was oben und was unten ist. Und ich möchte jetzt als erstes diese umgefalteten Ecken bestempeln, dann nehme ich diesen Mixer-Sentiment-Stempel her. Und
Ja, es ist immer ganz gut, wenn man so ein Prototyp schon daheim hat und da kann man sich vielleicht auch einzeichnen, was oben und unten nachher ist, weil das kann manchmal durch dieses Auf- und Zufalten ganz schön verwirrend sein. Und man muss auch überlegen, was man sieht und was man nicht sieht. Also, dass man jetzt nicht so viel bestempelt, dass das nachher dann nur woanders auftaucht. Ich hole mir da das Erste, was ich gemacht habe, ein bisschen zur Hilfe, damit ich weiß, in welche Richtung dass ich stempeln muss. Zum Stempeln verwende ich diese türkise Farbe von Archival. Leider war mein Stempel vorher schwarz. Und ihr seht jetzt gleich, wie mein Türkis dann ausschaut, aber lustigerweise passt es perfekt zu den Farben von dem Jelly Print. Man soll halt doch seine Stempel von Zeit zu Zeit mal sauber machen. Als nächstes möchte ich die Innentaschen bestempeln, dass man da so ein bisschen was sieht, weil die gar so weiß sind. Und da verwende ich einen Stempel vom Pencilmax Stempelset und zwar solche gezeichneten Blätter. Auf Englisch erkläre ich da jetzt irgendwas, ich weiß aber nicht was. Keine Ahnung. Ich mache immer das Video vorher auf Englisch. Und ich weiß nicht, was ich da sage. Auf jeden Fall bestempeln wir jetzt diese inneren Taschen. Das auch wieder, ich muss echt richtig aufpassen, in welche Richtung, wobei es da logisch war, wieder diese abgerundeten Ecken. Also da war es jetzt gar nicht so kompliziert gewesen. Und ich stempel halt mal mit Lila statt mit Schwarz, weil ich finde, das Schwarz ist gar so dunkel dann im Kontrast und dieses Lila passt sehr gut zum Hintergrund. Und das ist der Grund, warum ich dieses Easy Mount nicht mag. Die sind relativ neu und noch nicht so dreckig hinten und trotzdem halten die nicht. Als nächstes möchte ich noch diese Unterseiten innen bestempeln. Dafür verwende ich eine Blume und das stempel ich diesmal mit Pink. Ich achte jetzt auch extra drauf, dass ich das nicht auf die zwei Seiten oder die zwei Flächen stempel, das später das Cover wird. Kann man natürlich machen, aber ich habe da noch nicht gewusst, wie das ausschaut und deswegen habe ich mir einfach eben gedacht, ich stempel da jetzt mal nur nichts drauf. Ja, und dann sind wir eigentlich jetzt so mit diesem Stempeln fast fertig. Ich möchte nur oben dieses Weiß ein bisschen beheben und ein bisschen was drüber stempeln. Und da verwende ich einfach eine Textstempel. Ist von diesem Artist Plate Stempelset und das verwende ich auch mit einem gelben Ton. Da nehme ich von Ranger, von den Archival Inks, dieses Mustard her.
Bevor ich jetzt das Cover gestalten, werde ich das Ganze erstmal zusammenkleben. Das ist, also braucht man nicht viel, einfach nur diese Taschen. Mein Kleber ist ein bisschen verstopft, deswegen suche ich jetzt erstmal nach meiner Nadel. Und dann klebe ich das einfach, das ist ganz normaler weißer Bastelkleber. Da klebe ich das einfach fest und damit das halt durch der weiße so Klammer hier. Jetzt braucht man natürlich nur einen Verschluss für das Ganze. Man kann jetzt entweder Magnete da unter die Ecken kleben, dann hält das von allein zu. Ich nehme jetzt so ein Band, so ein Stoffband, weil ich finde, dass das irgendwie ein bisschen was hermacht, wenn da so eine Schleife droh ist. Es kommt immer darauf an, was man für einen Stil hat. Und ich suche mir da so ein Türkis raus, weil das finde ich ganz gut zu dem Papier passt. Das Band klebe ich jetzt unter diese Ecke ein, bevor ich die zuklebe. Ich richte es so ungefähr mittig aus und dann nehme ich so ein Tesa und klebe das einmal fest. Und dann klebe ich das aber alles nur mit dem Kleber fest, weil sonst hält das nicht. Also wenn ihr da nur mit Tesa arbeitet und das Bandel nicht nur extra festklebt, dann wird es euch das Bandel früher oder später rausziehen. Ja, und das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Ich schneide das Band so ab, dass man Schleife binden kann. Und dann das auf der anderen Seite auch einkleben. Ich habe euch wie immer unten in der Videobeschreibung meinen Blogpost verlinkt mit ein paar Fotos. Und außerdem findet ihr auch alle Stempelsets, die ich verwendet habe. Und dann gleich nochmal ganz kurz zur Info, dass ich meinen Shop für 2 Wochen in Urlaub geschickt habe. Also der Shop funktioniert, aber ich versende erst wieder ab dem 14. Mai. Selbstverständlich fahren wir nirgends hin. Geht ja irgendwie schlecht. Aber so, ich brauche echt einmal so eine kleine Pause und ich habe noch ein ganz anderes großes Projekt, wo ich unbedingt was dafür tun will. Und deswegen machen wir einfach mal 2 Wochen Urlaub. Diesen oberen weißen Rand, den du jetzt auch noch ein bisschen kaschieren mit so einem Textstempel aus diesem Artist Plate Stempelset und das mache ich quasi wie auf der Innenseite. Nur mit Pink. Und bei mir ist das auch nicht mehr so pink. Ihr seht, dieses Stempelkissen ist auch schon so ein bisschen dunkel angehaucht, weil ich einfach so oft mit einem schwarzen Stempel darauf vergangen bin. Für das Cover möchte ich so eine Kante stempeln oder so, wie nennt man denn das? Eine Bordüre. Und dann nehme ich einfach diesen Streifenstempel und den stempel ich direkt über die Mitte. Dann habe ich quasi diese Kante auf der Vorder- und der Rückseite. Ich finde, dieser Kontrast ist nur so scharf. Und das muss so also ein bisschen abgemildert werden und deswegen nehme ich nochmal die gleiche Farbe, also dieses Lila. Ich glaube, es heißt Royal Purple, genau, da sieht man es. Und stempel da diese Hügel auf den Hintergrund. Ich habe es jetzt mal zubunden, weil ich gewusst habe, wie ich es verzieren will und da ist mir aufgefallen, dass das jetzt erstmal ganz dringend weiße Farbspritzer braucht. Ich verwende dafür so Acryl. Tinte, die habe ich allerdings mittlerweile schon selber nachgefüllt und da habe ich einfach eine weiße Acrylfarbe hergenommen, ein bisschen Airbrush Medium bzw. Flüssiges Malmittel und Wasser und das funktioniert genauso gut. Jetzt kommt die Blume doch nochmal zum Einsatz und zwar möchte ich die auf dem Cover haben und während jetzt diese
Farbspritzer trocknen, suche ich mir so einen anderen Jellyplate-Hintergrund raus. Und da werde ich diese Blume in Pink auf diesen türkisblauen Bereich stempeln und dann ausschneiden. Die Blume habe ich mal ausgeschnitten und meine Farbspritzer sind einigermaßen trocken und ich weiß leider nicht, warum diese Kamera so gewackelt hat gerade. Ich verwende so ein lila Sharpie und zeichne mir da einfach einen Stielei für die Blume und dann klebe ich die Blume auf. Ich habe mir außerdem nur einen Titel gestempelt, auch dieses Make Art, was ich ganz oben hingestempelt habe, um das Weiß zu überdecken und das klebe ich so als Covertitel drunter. Ja, ich finde diese Heftel eigentlich total süß und ich denke, wenn man also so Artist Trading Cards tauscht, ich mache das selber nicht, weil ich wirklich die Zeit nicht habe, ist das doch bestimmt ganz nett, wenn man gleich so ein kleines Bier halt tauscht. Oder wenn man zu einem bestimmten Thema was macht und eine Gruppe hat, dann denke ich, passt das auch ganz gut. Man kann natürlich auch hinten in diese Tasche Apps rein, oder man kann es auch verwenden, um Freunden irgendwelche na, so, wie nennt sie denn das? Ephemera heißt es auf Englisch. Ja, so Dekozeug halt zum Schicker, Standsteile oder bunte Papierschnipsel oder irgendwelche Aufkleber. Ich weiß nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust gekriegt und macht vielleicht euer eigenes, ich weiß nicht, wie es heißt, ATC Pocket, ATC Folder. Wie auch immer, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Hoffen wir, dass die Sonne ein bisschen rauskommt. Pfiat euch!